Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben es schon gehört, derzeit werden in Deutschland keine gentechnisch veränderten Pflanzen kommerziell angebaut. Die Änderung der Freisetzungsrichtlinie auf europäischer Ebene ermöglicht es den Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet, den Anbau von zugelassenen gentechnisch veränderten Kulturen zu verbieten oder zu beschränken. Die sogenannte Opt-out-Regelung wird seitens der Bundesregierung ausdrücklich begrüßt und in nationales Recht umgesetzt. Die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Bestandteilen in Lebens- und Futtermitteln ist auf EU-Ebene geregelt. Eine Kennzeichnung von Milch- und Fleischprodukten, die mit gentechnisch veränderten Futtermitteln erzeugt wurden, findet aktuell keine Mehrheit in der Europäischen Union. Dennoch hat sich die Bundesregierung klar gegen den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen ausgesprochen. Trotz dieser klaren Verhältnisse versuchen Sie, meine Damen und Herren von Bündnis 90 Die Grünen, mit dem vorliegenden Antrag die Verbraucher zu verunsichern. Richtig ist, mit dem Mutationszüchtungsverfahren hergestellte Pflanzensorten sind nicht reguliert und fallen derzeit nicht unter das Gentechnikgesetz. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat der kalifornischen Firma, wir haben es auch gehört, Cybus, in einem förmlichen Bescheid mitgeteilt, dass die Mutationszüchtung nicht als gentechnisches Verfahren gilt. Gegen diesen Bescheid haben zahlreiche Verbände und Organisationen Widerspruch eingelegt. Eine endgültige Bewertung und Überprüfung der Widersprüche liegt noch nicht vor. Ebenso fehlt die Bewertung seitens der Europäischen Kommission. Vor diesem Hintergrund ist die von Ihnen angeschobene Debatte zumindest verfrüht und wie gesagt lediglich dazu geeignet, die Verbraucher zu verunsichern. Damit könnte ich es für heute belassen. Ganz so einfach will ich es mir und vor allen Dingen Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, nicht machen. Eigentlich interessant an Ihrem Antrag ist nämlich ein Satz in der Begründung und ich zitiere: Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen wird von der Mehrheit der Bevölkerung nicht gewollt, Zitat Ende. Er ist zwar richtig, die Feststellung aber beileibe nicht vollständig. Die Ablehnung des Anbaus resultiert bei der übergroßen Mehrheit aus ihrer Skepsis in Bezug auf mögliche Folgen des Verzehrs von aus gentechnisch veränderten Pflanzen hergestellten Lebensmitteln. Und an diesem Punkt wird es dann wirklich interessant. Denn hier steht das Interesse der Bevölkerung auf einmal nicht mehr auf der Agenda der Grünen. Denn wie ließ es sich sonst erklären, dass noch im vergangenen Jahr die Ressortchefs von Bündnis 90 Die Grünen auf der Agrarministerkonferenz der Bundesländer einen Antrag Sachsen-Anhalts zu Fall gebracht haben, der eine Kennzeichnung aller Lebensmittel vorsah, die mit Gentechnik in Berührung kamen. Gerade eine solche umfassende Kennzeichnung aller Lebensmittel würde allen Verbrauchern eine umfassende Information geben, ob Lebensmittel gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten oder nicht. Dies aber wollen Ihre verantwortlichen Kollegen nicht zulassen, meine Damen und Herren von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und das wohl aus gutem Grund. Denn in Deutschland sind schon heute ein erheblicher Prozentsatz aller Lebensmittel mit gentechnisch veränderten Bestandteilen versehen. Von Gebrauchsprodukten oder Arzneimitteln will ich gar nicht reden. Sollte diese Tatsache allerdings massiv in das öffentliche Bewusstsein rücken, bestünde ja die Gefahr, dass sich auch das Verhältnis der Bevölkerung zum Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen ändern könnte. Und ich denke dabei gar nicht an Zustimmung, sondern lediglich an Gleichgültigkeit. Damit bräche für Bündnis 90 Die Grünen ein weiteres öffentlichkeitswirksames Thema weg. Sie werden bemerken, ich habe fleißig den Konjunktiv bemüht. Zumindest aber kann ich Ihnen sicher ein inkonsequentes Verhalten attestieren. Ihren Antrag lehnen wir allerdings nicht nur aus diesem Grunde ab. Das Wort hat die Abgeordnete.